Willkommen zu einem weiteren Let's Play Train Simulator. Unsere Lok heute ist eine ES64 F4 im Dispologanstrich, die auch in der Schweiz als RE474 bekannt ist und in Deutschland als BR189. Eigentlich ist es eine Güterzuglok, aber durch Lokmangel werden wir heute einen Regionalexpress von Lutherstadt Wittenberg bis Berlin Hauptbahnhof übernehmen. Lassen wir mal die Fahrgäste einsteigen und gehen dann gleich in den Führerstand. Machen wir mal ein bisschen Licht. Zugspitzensignale einstellen. Dann auch die SIFA und die PZB einstellen. Leider hat die DTK-Version nur eine obere Zugart, was für mich unbegreiflich ist, da es ja eigentlich eine Güterzuglok ist. Aber da wir ein Regionalexpress übernehmen, wird das nicht für ein Problem für uns sein. Leider sind auch nicht sehr viele Schalter und Funktionen in der Lok bedienbar. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie in einem Regionalexpress nach Rostock. Der Zug hält für Sie in Jüterbock, Ludwigsfelde, Berlin, Oranienburg, Neustrelitz, Waren. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Zörnigall. Wie ihr schon gehört habt, haben wir Ansagen im Szenario. Es ist ein 3D-Zug-Szenario aus dem Fahrzeit Volume 10 Szenario-Paket. Der Sound der Lok ist schon sehr schön durch das Sound-Update von Taurus 0815. Macht es auch wirklich sehr Spaß, diese Lok zu fahren. LZB hat eingegriffen. Hier kommt ein IC1 an uns vorbei. Wenn wir hier auf das MFA-Display schauen, dann sehen wir, dass die LCB-Anzeige uns angibt, dass wir in ein bisschen mehr als 6 km nur 40 fahren dürfen. Nächste Station, Zörnigall. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Thank you.
Hört ihr auch sehr schön die Lüfter. Das Sound-Update werde ich in der Beschreibung verlinken. Und dann können wir auch schon gleich wieder los. Nächste Station, Bülzig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir werden wohl nicht die ganze Streckengeschwindigkeit nutzen können, da wir nur 140 Stundenkilometer schnell fahren, was aber für eine Güterzuglok eigentlich mehr als ausreichend ist. Ich habe in letzter Zeit auch ein bisschen Fernbus-Simulator gespielt und werde demnächst auch ein paar Videos davon hochladen. Habe mich hier draußen positioniert, dass wir aus dieser Ansicht die Abfahrt der Lok und ihren Sound genießen können. Unser nächster Halt wird Zana sein, der nicht nur mehr ganz 3 Kilometer entfernt ist. Hier links kommt eine BR-151. Wir runter auf 40. Nächste Station, Zana. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ab diesem Signal dürfen wir nur noch 40 fahren, weil der Bahnsteig in Zana auf einem Gleis nebenan sein wird und nicht auf diesem Gleis, den wir gerade hier fahren. Links ist die Industrie von Zana,
und auf der rechten Seite ist die Stadt. Wir haben ein bisschen Verspätung. Hoffentlich können wir das später noch aufholen. Während dem Halt genießen wir ein bisschen die Umgebung. Jetzt wird er auf maximale Geschwindigkeit beschleunigen. Das Panorama der Strecke ist ja halt sehr oft Feld oder Wiesen, oder wie hier jetzt, dass wir durch einen Wald fahren. Kommt wieder ein Güterzug mit der 151.
Station Blühnsdorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und wie ihr schon gehört habt, sind wir in Kürze an unserem nächsten Halt. Und es ist wirklich ein schöner Frühlingstag. Nicht wie das Wetter hier, grau und regnerisch. Ein bisschen zu schnell, stärker bremsen, es wird sehr knapp. Mal nachsehen. Ah, das passt zwar. Hier kommt uns eine andere 189 entgegen. Nächste Station, Niedergörsdorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Diesmal müssen wir nicht das Gleis wechseln, weil der Bahnsteig an diesem Gleis ist, den wir gerade fahren.
Wir haben leichte Verspätung. Machen wir uns auf den Weg zu unserem nächsten Halt, Jüterbog. Dürfen wir nur noch 160 fahren, was uns aber egal sein kann, da wir eh nicht mehr als 140 Stundenkilometer fahren können. Wieder eine 189, wieder ein Güterzug. Nächste Station, Jüterbog. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Rechts eine alte Dampflok, die einen Güterzug zieht. Sieht man auch nicht sehr oft.
hier kommt uns eine 151 wieder mal entgegen. Das sind noch 9 Kilometer. Das ist dunkel. Kuhherde. Eine 143 mit Doppelstoppwagen. Und wieder sind wir mal in den Wald. Ich weiß nicht, ob das ein altes Gefängnis ist oder eine alte Militärbasis. Bald sind wir in Luckenwalde. Das darf man nicht vergessen. Nächste Station, Luckenwalde. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Müssen wir runter auf 60, da wieder das Gleis wechseln.
dem Abfahrtspfiff sind wir auch schon wieder unterwegs. Unserem nächsten Halt. In ca. 15 Kilometer. Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben, jetzt können wir wieder Vollgas geben. Weitere Güterzug, der uns entgegenkommt. Die Fahrt ist halt sicher länger als mit einer Lok, die die maximale Geschwindigkeit der Strecke ausnutzen kann. Aber es macht halt trotzdem noch Spaß.
riesige Kuhherde. Und hier, ich glaube, in diesem Waldstückchen kommt der See. Der sieht schön aus. Genau hier links. Nächste Station, Trebbin. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Die Verspätung, die wir haben, haben wir aufgeholt und sind sogar ein bisschen früher hier als wir sollten. Hier gegenüber sind die EAOs Güterwagen, die meist mit Kohle, Steinen, Erzen oder Schotter beladen werden. Wir haben schon mehr als die Hälfte der Strecke geschafft. Das war ein ICET, der gerade an uns vorbeifuhr.
Tiro. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sehr viel Güterverkehr heute auf dieser Strecke. Und in 4 Kilometer sind wir schon in Ludwigsfelde. Nächste Station Ludwigsfelde. Übergang zum Nahverkehr. Eine einzelne 143. Thank you.
Nun stehen wir hier in Ludwigsfelde und warten auf den Abfahrtspfiff. Dann geht es wieder los. Wir fahren jetzt gleich am Bahnhof Birkengrund vorbei. Hier fahren wir am Bahnhof Großbären vorbei und auf der rechten Seite sollte jetzt bald der Containerbahnhof sichtbar werden. Ein weiterer Regionalexpress, der von einer 189 gezogen wird. Und hier kommt der Containerbahnhof. Dieser Umschlagsbahnhof wird benutzt, um die Güter der Bahn auf die Straße zu verladen. Thank you.
schöne V200. Und hier links sieht man das Streckennetz der Berliner S-Bahn. Nächste Station, Berlin-Lichterfelde Ost. Übergang zum Schnellbahnnetz der Berliner S-Bahn. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nun stehen wir hier in Lichterfelde Ost und hören ein bisschen den Kirchenglocken zu, bis der Abfahrtspfiff ertönt. Befreien, das Ende der LZB-Strecke. Hier links schön eine BR481 der Berliner S-Bahn. Jetzt müssen wir auch wieder auf die Geschwindigkeitsbeschränkung achten, da wir auch bald in Berlin sind. War das dann? Eigentlich habe ich gedrückt, aber ja. Nächste Station,
Berlin-Südkreuz, Übergang zum Fern- und Nahverkehr sowie zum öffentlichen Regionalverkehr und dem Schnellbahnnetz der Berliner S-Bahn. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das wird ein bisschen Verspätung geben. Das war komisch, ich hatte das Gefühl, dass die Zwangsbremse schon vor dem Signal anfing. Jetzt dürften wir eigentlich nicht mehr als 45 fahren. Sonst gibt es nochmal eine Zwangsbremsung. Befreien wir uns aber, da wir eh schon spät dran sind. Ein sehr langer ICE, der hier auf dem Abstellgleis steht.
Ab geht's in den Untergrund. Nächste Station, Berlin-Potsdamer Platz. Übergang zum Nahverkehr sowie zum öffentlichen Regionalverkehr sowie zum Schnellbahnnetz der Berliner S-Bahn. Nach dem Potsdamer Platz werden wir den Berlin Hauptbahnhof tief erreichen. Durch den Halt haben wir eine Restriktierung der BZB. Wir dürfen nur 45 fahren. Das seht ihr an den blinkenden 70-85 Leuchten auf der MFH. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Berlin Hauptbahnhof. Tief, ich möchte mich verabschieden bei allen Fahrgästen, die nun in Berlin Hauptbahnhof aussteigen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Der Ausstieg in Berlin Hauptbahnhof in Fahrtrichtung rechts. Wir haben uns das Endziel, den Berliner Hauptbahnhof, erreicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder zuschaut. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Tschüss zusammen.